Wir werden jetzt mal starten mit Gothic 1 und ich möchte euch ganz kurz was zeigen dazu. Gothic 1, ich habe etwas Neues installiert, was ich hier gar nicht sehe gerade. Wo ist es denn? Spine heißt es. Jetzt, da so war das. An Start anheften. Eigentlich könnte man hier eher so eine an den Desktop eine Verknüpfung anlegen. Ich glaube, das können wir doch so machen. Dateispeicherort öffnen. Spine. Also Leute, kleiner Tipp. Ihr könnt euch, ich hau wieder alle Links runter in die Videobeschreibung, ja. Ihr könnt, ich habe das letztes schon mal so gemacht, mit dem, wie ich das Stream Deck selbst gemacht habe. Und jetzt machen wir es mit Spine auch so. Spine ist sozusagen ein Starter für das Spiel Gothic. Ja, Gothic kann man ja direkt starten. Und über Spine kann man es aber auch. Ich kann diese Verknüpfung jetzt löschen, weil die brauche ich nicht mehr. Denn wenn ich Spine installiere, wenn ihr euch Spine runterladet und das Spiel Gothic irgendwo auf der Festplatte habt, ja, dann findet das Spiel Spine mit eurer, ein bisschen eurer Hilfe. Ihr könnt also den Pfad des Spiels eintrippen oder ihr lasst es automatisch suchen, dann findet es das Spiel Gothic in der Daten, in der Bibliothek. Ähnlich sieht so ein bisschen aus wie Steam, nur nicht ganz so in hübsch. Und jetzt könnt ihr Folgendes machen. Ich hatte also zuletzt Gothic gespielt. Hallo Markim. ich hatte zuletzt Gothic gespielt und zwar hatte ich installiert das normale Systempaket. Einfach nur, damit es nicht mehr so oft abstürzt, ja. Und jetzt könnt ihr, passt auf, Freunde, jetzt zeige ich euch das. Der Markin wird Zeuge sein gleich. Er kennt ja das Gothic, er hat letztens ja zugeschaut. Wenn du in die Datenbank hineingehst und hier zum Beispiel nach G3D suchst, nee, nach D3D, dann findest du hier den Direkt 3D11 Renderer Clockwork Edition, ja. Und dieser ist der aktuellste, das aktuellste, sage ich mal, Texturenpaket und so weiter, ne. Es gibt es noch hier oben. Es gibt da noch was, GT Generated Origins für Gothic 2, aber wir sind gerade bei Gothic 1 aktuell, ne? Sieht es also, so sieht es also aus. Hier unten gibt es nochmal den Renderer ohne Clockwork Edition, ist ja auch völlig wurscht. Ihr könnt dich jetzt, ich habe mir das also rausgesucht, rechts, kannst draufklicken, Rechtsklick oder hier hinten, kannst es installieren und dann seht ihr in der Bibliothek, kannst du jetzt hier auswählen, mit oder ohne dieses Mod-Ding starten. Jetzt haben wir also das Systempaket und wir haben den Direkt 3D-Mod und wir könnten, und das werden wir im nächsten Stream ausprobieren, einfach mal hier die Suche ein bisschen rausmachen und wir könnten einfach mal gucken, es gibt für Gothic 1 Classic Armor, könnte Improved heißt ja, kann schöner aussehen, ja. Wir haben alternative Armor, also alternative Rüstungen. Wir können uns also mal anschauen, wie das aussieht, was die Leute da für Texturen gebaut haben. Ihr seht, das ist 2018 im Oktober gemacht worden, die können wir uns also mal anschauen. Wir können uns hier sämtliche Patches mal anschauen, die es so gibt und gucken, wie wirkt das optisch, ja. Was mich ja wirklich reißt, ist Improved Armors, also das sieht bestimmt ziemlich geil aus und dann haben wir also auch Reloaded Textures, ne? Auch das können wir uns mal anschauen. Also in den nächsten Streams werden wir uns mal angucken, wie Gothic eben aussehen kann. Für heute reicht erstmal das normale Gothic mit Systempaket und 3D-Renderer und du wirst schon staunen. Ja, Markim, also an alle, die da sind, sag mal, ich habe mir da letztens das Gothic-Trio auf Steam geholt. Wenn ich starte, schließt es sich nach circa einer Minute. Hier kann ich dir empfehlen, zum wirklich mal das Systempack, diesen Patch zu installieren. Also gleich als Hinweis an dich, Markim, such mal nach Spine, google das mal. Ich hau es später in das Video, was ich hier dazu mache, da hau ich das in die Videobeschreibung. Wenn du dir Spine, da findest du, wenn du Spine Download eintippst bei Google, findest du bei Gothic auf der Seite im Forum dieses Installationstool und hau's einfach drauf. Oh, ich stelle gerade fest, ich brauche ja auch Kopfhörer. Warte mal. Hau das einfach auf deinen Rechner drauf und das wird automatisch sämtliche Patches installieren, die du eventuell gebrauchen kannst. Oh, ich habe mir zu viel Farbe in die Kamera gegeben. Alter, wie sieht das aus?